Eine der schönsten Urlaubs- und Gesundheitsregionen Deutschlands heißt sie herzlich willkommen. Die Kur- und Kreisstadt Bad Ems lädt sie ein, das Flair von Zaren, Königen und Kaisern der Nostalgie eines Weltbades zu erleben. Sehenswürdigkeiten reihen sich an der Lahn entlang wie Perlen an einer Kette. Bad Ems, das ist Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Die Kurstadt Bad Ems ist geprägt von ihrem einzigartigen Panorama, historischen Gebäuden und den mineralstoffreichen heißen Thermalquellen. Die Staatsbad Bad Ems GmbH bietet den Gästen des Kaiserbades die neue Kaisercard, die exklusive Rabatte und Zusatzleistungen während des Aufenthalts in der Kurstadt anbietet. Die exklusive Kaisercard erhalten Sie bei Ihren Beherbergungsbetrieben oder am Ticketcenter in der Lobby des Kurhauses in der Bad Emser Römerstraße. Mit der Kaisercard können Sie an einer kostenlosen, themenbezogenen Exkursion durch den Kurpark teilnehmen. Jeden Freitag ab 10 Uhr erwartet Sie am Kaiser-Wilhelm-Denkmal der Gärtnermeister des Staatsbades, mit dem Sie die Kurparkflora entdecken können. Der im 19. Jahrhundert entstandene Kurpark gliedert sich in zwei Bereiche. Ein der Spielbank vorgelagerter geometrischer Bereich, auch französischer Teil genannt, mit drei Schwerpunktachsen, Rosen, Blumenbeeten mit Wechselbepflanzung, die im Sommer und Herbst mit jahreszeitlichen Pflanzen bestückt werden, und einem Springbrunnen, der auf das Kaiser-Wilhelm-Denkmal ausgerichtet ist. Zu beiden Seiten verlaufen Alleen mit Linden und Platanen sowie heckenumsäumten Sitznischen. Der zweite Bereich ist der sogenannte englische Kurpark mit einem alten Baumbestand, darunter eindrucksvolle Solitärgehölze wie der Tulpenbaum, die Veredlung einer Blutbuche, den Fächerblattbaum oder den Umweltmammutbaum, auch chinesischer Rotholzbaum genannt, mit imposanten Höhen. Der Bad Emser Kurpark ist mit seinen 7 Hektar der größte Kurpark der 4 Staatsbäder in Rheinland-Pfalz und frei zugänglich. Vom Kurpark aus gelangt man zur Talstation der Stanzalbahn, auch Kurwaldbahn genannt. Die Kurwaldbahn verbindet das neue Kurgebiet auf der Bismarckhöhe mit der Innenstadt von Bad Ems. Mit der Kurwaldbahn, übrigens eine vollautomatische Stanzalbahn mit Pendelbetrieb, erreichen Sie eine Neigung von 75% bzw. 37 Grad. Von der Bergstation aus und auch während der Fahrt mit der Bahn haben Sie einen herrlichen Panoramablick über das Kurhausensemble und die Lahn. Von der Kurwaldbahn aus geht es dann ins historische Kursaalgebäude von Bad Ems, wo Sie auch einen Blick hinter die Kulissen des Kurhauses werfen können. Das architektonische Schmuckstück von Bad Ems vereint eine Kolonnade, das Kurcafé, den Marmorsaal, das Kurtheater und das Spielcasino. Wenn die Bad Emser die Sonnenseite vor dem Saalgebäude an der Lahn Klein-Nizza nennen, weil sie nach Süden ausgerichtet und im Sommer mit Palmen geschmückt ist, so könnte man den 1836 bis 39 errichteten Marmorsaal eigentlich Klein-Rom nennen. Das Vorbild des prächtigen Saals mit seinen Wandmalereien und den Säulen aus Lahntal-Marmor ist die Renaissance-Villa Farnesina am Tiber in Rom. Die Pläne für den Festsaal von Bad Ems lieferte der königlich-bayerische Bauinspektor Johann Gottfried Guttensohn. 1913-14 reichte der Marmorsaal nicht mehr aus und das Kursaalgebäude wurde um das Kurtheater erweitert. Modisch, ganz im Trend des beginnenden 20. Jahrhunderts, wurde der Theatersaal im Neurokoko gestaltet. Beide Kulturstätten sind noch heute die Bühne für große kulturelle Events. Mit der neuen Kaisercard können Sie an einer kostenlosen Führung durch das historische Kursaalgebäude teilnehmen. Treffpunkt hierfür ist jeden Dienstag ab 10 Uhr am Ticketcenter im Kursaal. In unmittelbarer Nähe des Kurhauses befindet sich die Römerquelle, wo das 42 Grad warme Bad Emser Heilwasser aus einem Brunnen jedem Besucher zugänglich ist. Mit der Kaisercard können Sie immer mittwochs ab 10 Uhr die Quellengeheimnisse mit Führungen zu den sprudelnden Wasserwelten erleben. Treffpunkt hierfür ist an der Römerquelle gegenüber Heckers Grand Hotel in der Römerstraße. Neben der Römerquelle gibt es den Robert-Campe-Sprudel. Übrigens eine Guinness-Buch-verdächtige Quelle, denn mit ihren 57 Grad gehört sie zu den heißesten in Deutschland. Die Heilkraft gibt es auch ohne das Wasser in den berühmten Emser Pastillen. Nach dem Verdampfen des Wassers bleiben pro Liter 3,5 Gramm Mineralsalze übrig, die nun seit über 150 Jahren zu den wohltuenden und nicht nur für Opernsängerinnen und Sänger geeignet geschätzten Emser Pastillen gepresst werden. Die wohl berühmteste Quelle von Bad Ems ist das Emser Kränchen, das bei Erkrankungen der Atemwege hilft.
Heute vertreibt die Staatsbad Bad Ems GmbH das Emser Grenchen Tafelwasser, das mit einem Anteil an Hydrogencarbonat einen sehr kräftigen und würzigen Geschmack hat und somit zum idealen Begleiter von erlesenen Gerichten und Weinen wird, aber auch als kühle Erfrischung an heißen Sommertagen geeignet ist. Hinzu kommt die säurebindende Wirkung des Hydrogencarbonats, das das Emser Grenchen Tafelwasser sehr bekömmlich macht und wohltuend wirkt. Nutzen Sie die Kaiserkarte der Staatsbad Bad Ems GmbH und erleben Sie das Kaiserbad Bad Ems, einer der ältesten Badeorte in Europa, einmal anders. Nähere Informationen und Auskünfte über die Einrichtungen und Leistungen der Staatsbad Bad Ems GmbH erhalten Sie unter www.staatsbad-badems.de oder am Ticketcenter im Bad Emser Kursaalgebäude.